Freunde der leichten Unterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls jetzt der eine oder andere fragt oder sich fragt, warum hat der Kerl denn so rote Augen? Ich habe nichts geraucht, also keine Angst, Drogen sind bei mir kein Thema. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, gibt es Heuschnupfen? Also gibt es, aber kann man das noch irgendwann bekommen, nachträglich? Ich habe eigentlich keine Allergien, aber mir jucken die Augen wie Sau seit einigen Tagen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Heute geht es um etwas, was mehr oder weniger, ich sag mal, den Kreis schließt. Denn ich hatte so ungefähr vor 20 Jahren die erste Anfrage, wo es hieß, Markus, machst du bitte Fotos von uns? Hier hast du ein bisschen Geld dafür. Und meine erste Kamera war tatsächlich eine Nikon 70D. Nee, Quatsch, D70 hieß die, glaube ich. Dann bin ich irgendwann zu Canon gewechselt und jetzt bin ich ja bei Sony. Aber jetzt aktuell auf meinem Schreibtisch wieder eine Nikon. Und zwar die Nikon Z9. Und was ich von dieser Kamera halte und alles andere hier in diesem Video. Viel Spaß! Als ich die Kamera aus dem Karton geholt habe und sie das erste Mal in der Hand hielt, habe ich gedacht, wow, was ist denn das bitte? Diese Kamera ist sensationell gut verarbeitet, tatsächlich. Ich finde immer, das ist natürlich eine eigene Sache, aber ich finde immer, dass Canon und Nikon immer schon relativ gleich auf war, was die Verarbeitung angeht und auch was die Haptik anging. Das Teil hier, die Z9 von Nikon, fühlt sich ähnlich gut an wie eine Canon. Die ist einfach toll von der Haptik. Und das Allerkrasseste ist, sie hat an dem gesamten Gehäuse überall, wo man hinguckt und nicht gerade in der Hand liegt, irgendwelche Knöpfe. Und so hat man dann die Situation, dass man zum Beispiel, wenn man die Kamera in der Hand hält, am Zeigefinger irgendwie nicht nur die Kamera auslösen kann, sondern auch noch die Aufnahme starten kann, videotechnisch gesehen, den ISO-Wert einstellen kann, ich glaube die Belichtungskorrektur etc. pp. Dann kann man an den Fingern hier, an diesem hier, Entschuldigung, dass ich dir das zeige, aber an diesem hier ist eine Function Button 1, Function Button 2, Function Button 3, die hat man nämlich noch vorne zwischen dem eigentlichen Griffstück und dem Objektiv. Und dann hat der Daumen ja auch noch was zu tun. Also theoretisch so ein bisschen wie so ein Akkordeonspieler, der wirklich die ganze Zeit damit am Arbeiten ist. Und natürlich kann man sich sehr, sehr viele von diesen Knöpfen mit Funktionen belegen, wie man sie gerne haben möchte. Bei der Z9 habe ich also eine Kamera, die, wenn ich sie mir einmal richtig eingestellt habe, dazu verleitet, dass ich nie wieder in meinem gesamten Leben ins Menü gehen muss. Der eigentlich heiße Clou an der Kamera, also was die Knöpfe angeht, ist die Tatsache, dass diese sogar zum größten Teil beleuchtet sind. Bei mir ist es schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Ich war irgendwie mitten in der Nacht auf einer Hochzeit. Da ist dann irgendwie Tanzen angesagt, das Licht ist sehr schlecht. Dann weiß man nicht so, was für einen Knopf muss ich denn jetzt drücken und wo ist der Knopf überhaupt? Und wenn man die Taste mal eben kurz beleuchten kann, dann geht einem im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf, finde ich hier richtig gut gelöst. Die Kamera wiegt, also nur die Kamera ohne Objektiv, circa 1330 Gramm betriebsbereit, also mit Akku drin und Speicherkarte. Und das ist schon eine Ansage. 1330 Gramm ist schon wirklich richtig schwer. Und in Kombination mit dem Objektiv, was ich übrigens in einem anderen Video mal vorstellen werde, das ist das 70-200 von Nikon, in der Kombination wiegt das ganze Teil circa 3 Kilo. Und das muss man erstmal den Tag über handeln. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die Kamera hat ja auch einen Batteriegriff integriert und das ist ja alles von vornherein schon ein bisschen schwerer. Hat die Canon R3 aber auch und die wiegt ca. 300 Gramm weniger. Was ich richtig cool finde und da frage ich mich auch immer so, braucht man das oder braucht man das nicht? Die Z9 hat ein Schulterdisplay. Ich finde es tatsächlich immer ganz cool, denn meine R5, die Canon R5, hatte ja auch ein Schulterdisplay. Meine Alpha 7 IV hat jetzt kein Schulterdisplay. Es gibt viele andere Hersteller, die auch eins haben, wie zum Beispiel die Leica-Modelle, die ich vor kurzem hier vorgestellt hatte. Aber irgendwie ist es dann auch so, wenn ich ein Schulterdisplay habe, finde ich es ganz cool. Wenn ich aber keins habe, vermisse ich es auch nicht wirklich. Das Touch-Display auf der Rückseite ist nicht nur sehr groß mit 3,2 Zoll, sondern, ich muss mal eben ablesen, löst auch mit 2,1 Millionen Bildpunkten relativ hoch auf. Abgesehen davon, dass dieses Display ein vollwertiges Touch-Display ist. Also ich kann nicht nur während der Aufnahme irgendwie meinen Fokuspunkt setzen, sondern ich kann auch im Menü durch die Gegend da tippen und touchen. Ist das Display in der Lage, durch das Klappen und Schwenken immer in der Sichtachse zu sein? Und das wiederum, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Das haben ja viele, viele andere Kameras nicht. Die Alpha 7 IV zum Beispiel hat ja ein Klappdisplay, was nach vorne klappbar ist. Aufgrund dessen geht das ja gar nicht. Aber aufgrund dessen habe ich manchmal die Situation, dass theoretisch mein Objektiv hier an der Stelle ist
Und das eigentliche Display ist an der Stelle, also ich bin nicht mehr hier in der Sichtachse, was ich ein bisschen doof und schade finde. Ein drittes Display, was ich richtig gut finde, ist der Sucher. Der löst nämlich mit 3,69 Bildpunkten auf. Und der sorgt dafür, dass ich, wenn ich da durchgucke, schon fast das Gefühl habe, dass es ein optischer Sucher ist. Ich muss wirklich richtig, richtig genau hingucken, damit ich die einzelnen Pixel sehe. Beide Displays, das rückwärtige Display wie auch das Sucher-Display, lassen sich im Menü sehr, sehr hell einstellen, was ich ebenfalls super gut finde. Ich saß bei einigen Aufnahmen mitten in der prallen Sonne und das Display hat mich fast noch geblendet, weil das so super hell war. Hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass ich auch bei Sonneneinstrahlung alles erkennen kann, was ich so brauche. Also von daher wirklich richtig gut. Da können sich auch viele andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Die Z9 hat einen mehrschichtigen CMOS-Sensor mit effektiven 45,7 Megapixel. Hier jetzt bei der Z9 haben wir sogar noch einen Stacked-Sensor, der natürlich dann dementsprechend viel schneller ausgelesen werden kann. Das hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den diese Kamera hat, ist, dass sie natürlich auch den Sensor Schutz hat. Und jetzt kommt der Oberhammer. Das ist nicht der Shutter an sich, denn die Kamera hat keinen Shutter, sondern das ist extra dafür konzipiert, einen Sensorschutz. Und das ist auch wirklich ein Schutz. Wenn ich mir die anderen Kameras mal so angucke, wo dann der Shutter runtergeht, dann habe ich immer so ein bisschen Angst, so hoffentlich berühre ich diesen Shutter nicht. Der sieht so aus wie so Esspapier, so richtig dünn. Das Ding hier, also dieser Sensorschutz bei der Z9, das wirkt alles andere als dünn. Ich würde sagen, da könnte ich mit dem Hammer drauf kloppen, da wird nichts passieren. Bitte nicht nachmachen, das ist natürlich jetzt nur ein Quatsch, aber theoretisch, ihr wisst, was ich meine, das wirkt hier. Das ist auf einem ganz anderen Level. Die enorm hohe Auflösung muss natürlich irgendwie verarbeitet werden. Und dafür ist der X-Speed-Bildprozessor zuständig, der das Augenmerk bei der Z9 darauf gelegt hat, dass diese ja eine Serienbildgeschwindigkeit von 120 Bildern pro Sekunde hinbekommt. Das wiederum muss natürlich auch relativ schnell irgendwie weggeschrieben werden können. Und da gibt es eine Sache, wo ich sage, okay, das verstehe ich, finde es aber ein bisschen schade. Denn die Z9 hat zwei Kartensteckplätze, also das finde ich gut, aber zweimal CF Express. Das finde ich nicht so gut. Denn theoretisch bin ich ja damit gezwungen, zwei oder mindestens eine dieser teuren Karten zu kaufen, damit ich überhaupt irgendwas mit der Kamera machen kann. Und wer jetzt glaubt, 120 Bilder, 45 Megapixel, krass. Stopp. Die 120 Bilderfolge, also im Fotobereich, schafft sie nur als JPEG und dann auch nur in 11 Megapixeln. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an und dieses nur habe ich extra in Anführungsstrichen gesetzt, denn ich finde, die heutigen JPEGs sind anders zu behandeln als die JPEGs von vor noch 10 Jahren. Wenn man die Kamera richtig einstellt, also Belichtung und so weiter und so fort, dann kommt das fertige JPEG-Bild hinterher wirklich gut daraus und es sieht wirklich toll und knackig aus. 11 Megapixel denkt man jetzt aber so, boah, das ist aber ganz schön wenig Auflösung. Ja, stimmt, wobei das für Instagram, Facebook etc. auch völlig ausreichend ist. Aber man muss sich mal überlegen, wofür ist denn dann so eine Kamera, die mit einer so hohen Bildfolge daherkommt? Jemand, der irgendwie am Fußballrand sitzt mit seiner Kamera und den Schuss abwartet, das Golden Goal, da gibt es ja gar nicht mehr, dieses das Tor schlechthin, sage ich mal, ja? Der schießt dann eine Serie und hat dann die Möglichkeit, eines dieser Fotos auszuwählen. Und das schickt er dann meist noch vom Spielfeldrand mal eben schnell an die Redaktion. Und das dann mit 45 Megapixel Bildern zu bewerkstelligen, ist natürlich ein großer Umstand. Dann sind dann diese 11 Megapixel vielleicht um ein Vielfaches besser. Ich könnte allerdings auch einen Kompromiss eingehen. Ich kann nämlich in der Kamera einstellen, ich möchte nicht 120, sondern nur 60 Bilder pro Sekunde haben, was immer noch super schnell ist, und habe dann JPEGs mit einer Auflösung von 20 Megapixeln. Hier habe ich also einen sehr, sehr guten Kompromiss aus einer etwas höheren Auflösung mit einem bisschen weniger Bildrate, die eigentlich 45 Megapixel RAWs, wie diese Kamera das ja auch hinkriegt, schafft sie in Serie dann nur in 20 Bildern pro Sekunde. Wobei das nur ist auch so eine Sache, ne? Und jetzt sagt der eine oder andere so, ja, das können doch andere Kameras auch. Ja, das stimmt, das können andere Kameras auch, aber dafür können andere Kameras das, was die Z9 kann, halt eben nicht. Ich habe hier eine wirklich gut aufgestellte Kamera, wenn es um das Thema Serienbilder geht. Und gerade beim Thema Serienbildern ist es ja auch oft so, dass man von der Kamera so ein Stück weit ausgebremst wird, weil natürlich nach jedem Bild mal kurz das Bild schwarz wird. Die Z9 ist Blackout-free, hat also diesen kurz werdenden schwarzen Display
nicht. Laut der Nikon-Webseite wird die Z9 als unermüdlich beschrieben, wenn es um den Pufferspeicher geht. Und ja, aufgrund des sehr, sehr schnellen Bildprozessors, aufgrund der sehr, sehr schnellen Karten, die ich da verbauen kann. Also ich habe es jetzt nicht wirklich auf die Spitze getrieben, aber ich habe nicht ansatzweise gemerkt, dass der Puffer irgendwie da an seine Grenzen kam. Dementsprechend kann ich das hier auf jeden Fall bestätigen. Der Autofokus erkennt nicht nur Mensch und nicht nur Tier, sondern auch, und jetzt kommt's, Verkehrsmittel, was auch immer Nikon damit bezeichnen möchte. Also in meinem Test habe ich herausgefunden, dass Autos funktionieren. Ich habe sogar manchmal Motorräder erkennen können auf dem Display, manchmal aber auch nicht. Also was genau sind Verkehrsmittel? Ein Schiff zum Beispiel oder ein Flugzeug ist für mich auch ein Verkehrsmittel. Wird aber hier nicht wirklich erwähnt. Schön daran ist, dass der Autofokus auch automatisch funktioniert. Das heißt, der Autofokus erkennt, was im Bild ist. Ist da ein Mensch vorne, stellt er auf den Menschen scharf. Ist da ein Hund vorne, stellt er auf den Hund scharf. Ist da ein Auto, stellt er auf das Auto scharf. Ist alles drei im Bild? Weiß ich gar nicht, was dann passiert. Habe ich gar nicht ausprobiert. Man kann allerdings in der Kamera auch alles einzeln anwählen. Also sagen, ich möchte gerne nur Mensch haben oder priorisiert nur Tiere haben. Ich kann es aber auch deaktivieren. Also ich habe da keine Grenzen, sagen wir es mal so. Ich kann das da so einstellen, wie ich das brauche. Und laut Nikon, also auf deren Webseite steht, dass es sich dabei um einen sehr hartnäckigen Autofokus handelt. Und hier muss ich sagen, ja, der ist nicht schlecht. Ich habe aber bei einer Bildfolge, das blende ich euch mal eben kurz hier ein, bei einer Bildfolge habe ich gemerkt, dass der Autofokus halt nicht so hartnäckig ist, weil der relativ häufig daneben lag. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber es kommt vor. Von daher, ja, da würde ich einfach sagen, der AF ist gut, Punkt. Richtig cool und das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen tatsächlich. Wer das schon mal anders gesehen hat, gerne auch in die Kommentare schreiben. Normalerweise, wenn man im Videobereich ist und man möchte zwischen 25 Frames und 30 Frames schalten zum Beispiel, muss man ja immer wechseln im Menü irgendwie zwischen PAL und NTSC. Das braucht man hier bei der Z9 nicht. Denn bei der Z9 wird alles an Videoauflösungen und in Framerates einfach untereinander aufgeführt. So kann ich also mal eben schnell zwischen 25 und 30 wechseln, ohne die Kamera irgendwie umschalten zu müssen. Also anders wie bei der Alpha 7 IV zum Beispiel, wo dieser Umschaltprozess irgendwie gefühlt 3 Sekunden dauert zwischen PAL und NTSC, was ich super nervig finde und ich verstehe es auch gar nicht, warum das so ist. Jetzt will ich auch nochmal bestätigt, dass es nicht wirklich sein muss. Die Z9 kann es ja schließlich auch. Also warum kann das nicht auch jeder andere Hersteller? 1080p schafft sie mit bis zu 120 Frames pro Sekunde. Das übrigens auch in 4K. Sieht man hier, finde ich richtig klasse, die Auflösung. Sieht gut aus, ist ein tolles Bild, gefällt mir wirklich richtig gut. 8K kann sie allerdings aufgrund des hochauflösenden Sensors auch, dann hier mit bis zu 30 Frames. Das Coolste an der ganzen Geschichte ist, sie hat gefühlt jeden Codec, den man so haben möchte. H.264 mit bis zu 8-Bit, H.265 mit bis zu 10-Bit. Sie hat sogar ProRes und ProRes RAW, was ich auch richtig krass finde, und das Nikon-eigene N-RAW. Laut Nikon, ich sag's nochmal, auf deren Webseite sprechen die hier von einem nicht sichtbaren Rolling Shutter. Und auch hier muss ich leider sagen, irgendwie, also entweder ich habe was falsch gemacht oder ich bin doof. Oder beides. Ich habe mal wieder hier aus meinem Fenster rausgefilmt und hier kann man das relativ gut erkennen, wie ich finde, an dem mittleren Rahmen meiner Fenster hier. Ich habe hier, also ich sehe hier schon noch ein Stück weit Rolling Shutter. Kann aber wie gesagt auch sein, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe, das weiß ich gerade nicht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dieses Rolling Shutter Verhalten ist wirklich schon fast zu übersehen. Wenn ich mir überlege, wie die Alpha 7 IV hier performt, dann ist das weitaus schlechter und selbst damit komme ich noch in meinem Alltag zumindest gut klar. Von daher ist das mit dem Rolling Shutter Verhalten bei der Z9 überhaupt kein Problem. Und von daher hat Nikon vielleicht doch recht. Nicht sichtbar? Naja, na, ich weiß nicht. Ich blende euch mal hier ein paar Fotos ein, die ich mit der Z9 gemacht habe. Ich bin durch die Gegend gelaufen und habe einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Ich muss auch hier ganz ehrlich sagen, man spricht doch immer von den typischen und extrem guten Canon-Farben. Man meckert doch immer über die Sony-Farben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was zum Geier hat denn hier Nikon gemacht? Schaut euch doch mal bitte diese Bilder an. Die sind doch wirklich wunderschön. Super schöne Farben, Kontraste, Schärfe. Hier ist alles da, was ich brauche. Fazit meiner Erfahrung mit der Z9. Leider hatte ich sie nur circa 14 Tage. Das ist eindeutig zu wenig Zeit, um dieses große Kamerasystem ausführlich testen zu können. Ich habe aber, glaube ich, trotzdem einiges an Erfahrung damit machen dürfen, was ich euch dann jetzt hier an der Stelle auch mitgeben kann. Die Kamera ist sehr schwer. Die Kamera ist sehr groß, aber, und ich sage es wie es ist, die Kamera ist auch sehr geil. Ich habe das blöde Gefühl, dass die Nikon Z9 eine Kamera ist für jeden da draußen. Egal, ob es der High-End-Fotograf ist, der einfach extrem viel Auflösung braucht. Egal, ob es der Fotograf ist, der einfach eine hohe Bildfolge haben will. Egal, ob es der Videograf ist, der nur mit 1080p unterwegs ist. Wobei, dafür wäre die Kamera ein bisschen
over the top. Also ihr wisst, was ich meine. Oder aber der Videograf, der sagt, nee, hier, ich möchte gerne 8K-Aufnahmen machen. Übrigens Überhitzung habe ich in meinen ganzen Tests auch nicht gehabt. Also von daher eine Kamera, die wirklich alles kann. So ein richtiger Allrounder für alles. Für 6.000 Euro allerdings ist das natürlich auch kein Schnäppchen. Vor allem nicht, wenn man darüber nachdenken muss, dass wenn ich mir diese Kamera kaufe, ich ja auch gezwungen bin, mir die teuren CF-Express-Speicherkarten kaufen zu müssen. Die gibt es ja auch nicht umsonst. Das finde ich ein bisschen schade. Wer aber damit leben kann, bekommt hier mit der Sony Z9 ein super geiles System. Und damit herzlichen Dank an Fotoköster für die Leihgabe dieser Kamera und dieses Objektives. Wie gesagt, das Objektiv kommt in einem nächsten Video. Vielen, vielen Dank an Fotoköster, die mir das überhaupt erst möglich machen, diese Systeme hier für euch testen zu dürfen. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über ein Abo freuen oder ein Like oder aber auch gerne einen Kommentar. Wie gesagt, ich kann ja nicht alles testen und nicht alles wissen. Schreibt da gerne was denn zu, wenn ich was vergessen habe oder korrigiert mich gerne, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, nächste Woche wahrscheinlich, Donnerstag zur selben Zeit. Dann geht es sehr wahrscheinlich um dieses Objektiv. Auch sehr interessant, weil hier habe ich schon so ein paar Dinge gesehen, wo ich sagen muss, wow, auch sehr cool. Aber das nächste Woche. Also bis dahin, ciao.